genau in dem Moment, wo unser Getriebe einen kleinen Versatz hat durch den Gasstoß, möchte ich jetzt mit meinem Schaltgestänge in die nächste Gasse. Und da ist es mir des Öfteren passiert, dass ich von 2, wenn ich von Position 2 oder Gang 2 in 3 einfach hochreiße, dass ich da plötzlich gegen eine Wand drücke und nicht in Gang 3 gekommen bin. Hallo Leute, was geht? Der Grund, warum ich heute vor meinem Auto sitze, ist gleichzeitig auch das Thema der heutigen Folge. Denn heute geht es um das Thema Motor- und Getriebelagerung. Ich habe im Zuge des Kupplungsumbaus auf ein Einmassenschwungrad, dazu komme ich in einer anderen Folge, auch meine Motor- und Getriebelager getauscht. Deswegen sitze ich jetzt vorm Auto und erzähle euch ein bisschen was und nicht mehr im Auto, weil die Geräuschkulisse lässt es einfach nicht mehr zu. Ich habe diverse Sachen probiert. Ich habe das Ganze mit Mikro probiert, ohne Mikro, mit diversen Kameras. Aber der Sound ist im Video komplett verfälscht. Das heißt, ich kann euch wirklich keinen Vergleich zeigen. Ich kann es nur beschreiben. Im Video hört sich das wirklich komplett anders an. Gewisse Töne gehen unter, andere sind dafür viel zu stark. Daher bringt das so nichts. Also kann ich es euch wirklich nur umschreiben. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Motorlager und meine Getriebelager getauscht. Ich habe die Serienlager rausgeschmissen und habe härtere Motorsportlager dafür eingebaut. So, demzufolge kann ich jetzt, wie gesagt, im Innenraum keine Aufnahmen mehr machen, weil es zu laut ist. Das ist eine der Hauptfragen, die sich die meisten stellen. Ist das Ganze noch alltagstauglich? Wenn es um PU-Lagerung geht, worüber ich in den vergangenen Folgen schon gesprochen habe, in Bezug auf die Fahrwerkskomponenten müsst ihr absolut keine Angst haben. Aber bei der Motor- und Getriebelagerung sage ich ganz klar Vorsicht. Es gibt auch hier verschiedene Varianten. Es gibt 70 Shore, wobei ich 70 Shore nicht häufig gefunden habe. In meinem Fall war es jetzt PMC, die bieten 70 Shore an in Blau und 90 Shore in Rot. So, es gibt 80 Shore auch von diversen Anbietern. Und es gibt 90 Shore. 90 Shore ist, glaube ich, das gängigste, wird auch von PMC angeboten, von, ich glaube, Viber Technics, von IRP und natürlich Strongflex und Powerflex, wobei die, glaube ich, nur die Motorlager anbieten und nicht die Getriebelager. So, ihr habt jetzt eine große Bandbreite und natürlich die Alulager, aber über die spreche ich gar nicht, weil dann ist das Ding komplett unfahrbar. Also unfahrbar im Alltag. Okay, ihr habt eine recht große Bandbreite und ich habe vorsichtshalber, weil ich schon eine Vorahnung hatte, dass es wirklich laut werden kann, dass Vibrationen und somit auch Geräusche übertragen werden, habe ich die einfachste bzw. die leichteste Variante genommen, die 70 Shore von PMC. Nach meinem Kenntnisstand die leichteste Variante. Im Nachhinein habe ich natürlich erfahren, dass es eine noch abgespecktere Version gibt, die besser funktionieren soll. Vorab zeige ich euch einmal kurz, wie das aussieht. Also das hier ist ein Motorlager. Auf der einen Seite ist es mit dem Achsträger verschraubt, auf der anderen Seite mit dem Motor. Davon habt ihr zwei Stück, links und rechts. Und die kleine und unspektakuläre Version davon ist das Getriebelager. Habt ihr auch zwei Stück. Einmal mit der Halterung verbunden und einmal mit dem Getriebe verbunden. So, die kommen üblicherweise in weichem Gummi und dämpfen somit sämtliche Vibrationen und daraus resultierende Geräusche im Innenraum ab. Denn diese Teile sind ja direkt mit dem Chassis verbunden und somit auch direkt mit eurer Karosserie. Und das wird alles in den Innenraum übertragen. So, wie bereits gesagt, was das Fahrwerk betrifft, sind die Vibrationen nicht so stark, daher auch die Geräuschentwicklung wirklich in einem sehr überschaubaren Rahmen. Was die Motor- und besonders Getriebelager betrifft, da habt ihr, also diese Gummiteile, die ich euch gerade gezeigt habe, filtern so viel Vibration weg, das war mir vorher auch nicht bewusst. So, nun habe ich die getauscht. Ich kann euch die jetzt gerade nicht zeigen, weil die natürlich schon eingebaut sind. Deswegen blende ich mal kurz ein Bild ein, wie meine Motorsportlager aussehen. Wie krass ist das? Also, ich habe zwar zu Beginn gesagt, dass ich nicht mehr aufnehmen kann, weil es da drin zu laut ist. Heißt aber nicht, dass es extrem laut ist. Es ist, würde ich sagen, noch wirklich an der Grenze. Es ist wirklich an der Grenze, denn ich fahre mit dem Auto ja noch zur Strecke und ich finde, es ist noch in Ordnung mit 70 Shore. Allerdings würde ich sagen, sind 90 Shore für den Alltag absolut nicht zu empfehlen. Das wird wirklich viel zu laut. Ihr hört die ganze Mechanik, ihr hört
Ihr hört das Getriebe, die einzelnen Flanken vom Getriebe. Ihr hört die Vibration vom Motor und ihr spürt es auch im Auto. Das heißt, wenn ihr meint, 90 Short zu nehmen, dann wirklich nur für Track Use Only und nicht für den Clubsport. Da ist meine Variante wirklich das äußerste Limit, die 70 Short von PMC. Für diejenigen, die sagen, okay, wenn er von einer wirklich äußersten Grenze spricht, ist mir das auch ein bisschen zu krass. Ich möchte eine abgespeckte Version davon haben. Da habe ich einen Tipp für euch. Ich muss jetzt einmal hier gerade ablesen, weil ich das selber nicht alles auf dem Schirm habe. Und zwar gibt es welche von Vibratechnics. Vibratechnics, das Modell heißt BMW 360M. Und da gibt es zwei Varianten, Street und Race. Und da nehmt ihr die Street-Variante. Das ist wohl eine Variante, die wirklich gut funktionieren soll, auch im Alltag. Und ich habe auch ein wenig rumrecherchiert. Und den besten Preis bzw. auch die beste Auswahl findet ihr bei Burkhardt Engineering. Die haben ein recht großes Sortiment. Die haben auch diese Vibratechnics, die habe ich sonst nur bei eBay gefunden, da waren die allerdings teurer. Wie gesagt, da würde ich mal bei Burkhardt Engineering vorbeischauen. Die haben da eine große Bandbreite und wenn ihr auch irgendwas Spezielles haben wollt, dann funkt ihr einfach an. Mir haben sie super weitergeholfen. Kommen wir aber zu dem essentiellen Punkt, wozu macht man das überhaupt? Wozu tut man sich das an, dass es da drin lauter wird und man Komforteinbuße hat? Für was? Also was bekomme ich dafür? Ich kategorisiere das jetzt mal kurz in Fronttriebler und Hecktriebler. Ich hatte beide Varianten, mein Auto zuvor war frontangetrieben, da habe ich dasselbe gemacht. Und zwar beim frontangetriebenen Auto ist es so, dass wirklich alles an der Vorderachse hängt. Unser Motor ist mit dem Getriebe verbunden, das Getriebe ist abgestützt über die Getriebelager und mit natürlich Motorlager und darin sind die Antriebswellen. Das heißt, ich gebe jetzt Gas, mein Drehmomentimpuls schlägt erstmal auf die ganzen Lager. Das heißt, durch meinen Gasstoß fängt ja alles an sich zu drehen. Wir haben einen Drehmoment über die Antriebswellen. So. Bevor ich allerdings die Kraft auf die Straße kriege und so eine Vorwärtsbewegung habe, geht die Kraft erstmal in die Lager. Das heißt, das ganze System dreht sich um die eigene Achse, soweit es die Lager zulassen, bis das Lager irgendwann sagt, ne, hier habe ich gar keinen Bock mehr drauf, dann wird die Kraft weiter auf die Straße übertragen. Aber der Moment zwischen mein Lager ist entspannt und mein Lager hat gar keinen Bock mehr, habe ich eine Rotationsbewegung. Das heißt, das ist mein Puffer. Indem ich aufs Gas trete, geht meine Kraft erstmal in die Lager und dann erst auf die Straße. Das ist im Alltag nicht schlimm, merkt man noch nicht so besonders, aber bei schnellen Gangwechsel merkt man ein Aufschaukeln. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aufs Gas gehe, ich gebe den Lagern die volle Dröhnung, lasse dann wieder los, entspanne sie wieder. Das heißt, ich habe ein Aufschaukeln des Motors. Das kann Unruhe ins Fahrwerk bringen und führt dazu, dass die Gasannahme etwas indirekt wirkt. So, das Problem haben wir natürlich auch bei einem heckangetriebenen Auto. Allerdings finde ich nicht so krass, denn das Ganze wird durch die Kardanwelle nach hinten abgestützt. Heißt, ich habe kein so drastisches Rotationsmoment um die eigene Achse, und zwar um die Vorderachse. Aber wir haben einen zweiten Punkt, der recht wichtig ist, und das war auch der Punkt, der mich dazu veranlasst hat, die Lager hier zu tauschen. Und zwar ist es so, dass wir das Getriebe, wir haben ja unseren Schaltknauf, unser Schaltknauf geht runter zum Schaltgestänge. So, das ist jetzt unser Schaltgestänge. Mein Unterarm ist unser Schaltgestänge, hier ist das Getriebe, hier ist unser Schaltknauf. Das heißt, ich schalte jetzt in den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Gang. So. In diesem Schaltvorgang, die Position ist ja fix. Ne? Also unser Schaltknopf, der wandert ja nicht durch den Innenraum. Er ist fix. Das heißt, unser Schaltgestänge ist auch fix gelagert. So, und jetzt wird es tricky. Das Schaltgestänge bestimmt ja, in welcher Gasse ich mich befinde. Ne? Ich bin in der ersten Gasse, bin im Gang 1, gehe runter, 2, nächste Gasse, 3, 4. So. Jetzt stellen wir uns einen Lastwechsel vor. Ich gebe der Karre einen Gasstoß, unser Lager geht ans Maximum, das heißt meine Getriebeposition nicht mehr waagerecht, sondern leicht versetzt. Genau in dem Moment, wo unser Getriebe einen kleinen Versatz hat durch den Gasstoß, möchte ich jetzt mit meinem Schaltgestänge in die nächste Gasse. Und da ist es mir des Öfteren passiert, dass ich von 2, wenn ich von
Position 2 oder Gang 2 in 3 einfach hochreiße, dass ich da plötzlich gegen eine Wand drücke und nicht in Gang 3 gekommen bin. Das ist selten, kommt allerdings vor, besonders auf der Rennstrecke. Und ich möchte eben diese Verwindung nicht haben. Ich möchte nicht, dass das Getriebe und der Motor, dass die bei Gasstößen oder bei Gasimpulsen ihre Position so ändern, dass wir die richtige Gasse nicht finden. Das kriege ich durch härtere Lager hin. Ich mache meine Lager härter, lasse weniger Bewegung von Motor und Getriebe zu und habe dadurch den Vorteil, dass ich die Gassen besser finde, weil mein Schaltgestänge, welches eine fixe Position hat, immer in der gleichen Relation zum Getriebe steht. Das heißt, wenn ich jetzt mein Getriebe drehe durch den Gasimpuls, kann es sein, dass ich die richtige Gasse nicht finde. Wenn das allerdings eingeschränkt ist, diese Rotation des Getriebes, dann finde ich meine Gasse immer und beziehungsweise deutlich präziser. So, jetzt ist es logisch, je härter meine Lager sind, desto einfacher ist das. Plus dem Zusatz, dass ich eine direktere Gasannahme habe, denn die Kraft geht nicht in die Lager lassen nicht mehr so viel zu, die Toleranzgrenze ist geringer, sondern die Lager übertragen die Kraft direkt aufs Chassis, sprich direkt auf die Antriebswellen oder Antriebswelle oder Kardanwelle. So, das ist der Grund, warum man das macht. Ich würde es jederzeit wieder machen, allerdings bei einem Clubsportumbau auf gar keinen Fall über 70 Schor, vor allem was die Getriebelager angeht. Dazu muss ich sagen, habe ich das Ganze in Verbindung mit einem Einmassenschwungrad umgesetzt. Das macht die Sache noch ein wenig spannender, denn ich höre jetzt auch die einzelnen Flanken im Getriebe arbeiten, denn mein Einmassenschwungrad hat keine Torsionsfedern mehr, die die Schwingung dämpfen, sondern das Ganze wird direkt übertragen. Plus mit den härteren Lagern höre ich jetzt bis 3000 Umdrehungen, höre ich mein Getriebe arbeiten, als wäre es mein Beifahrer. Also alles in allem, nehmt nicht härter als 70 Schor. Wenn ihr meint, das was ich hier erzähle, ist auch ein bisschen zu krass, was ich wirklich verstehe, denn es ist wirklich ein Riesenunterschied. Ihr merkt Vibrationen, ihr hört, dass es wirklich lauter ist, merklich lauter. Dann schaut bei Burg Engineering vorbei und guckt nach den Vibra Techniques. Und wenn ihr aber einen krassen Umbau macht, sprich einen Track-Tool-Umbau, dann könnt ihr auf jeden Fall zu 90 Schor greifen oder vielleicht sogar zu Alu. Wobei Alu auch, würde ich auch da abraten, da seid ihr schwer damit beschäftigt, Schrauben nachzuziehen. Denn die Vibrationen vom Motor sind so krass, dass sich diverse Schrauben anfangen zu lösen an der ganzen Karosse. Deswegen weiß ich nicht, ob Alu-Lager wirklich notwendig sind, ob man das haben muss. Ich bin der Meinung, 90 Schor reicht absolut aus, vielleicht auch 80. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ninja-Style-Abgang. Oh, hier ist meine Medaille aufgefallen. Ja, die habe ich beim Motorradrennen gewonnen. Das ist eine Medaille für sehr schnelle Typen. Die hat nicht jeder gekriegt, der teilgenommen hat.